Ja, soweit geht's wieder gut. Bin wieder belastbar. Ja, es ist für mich halt die Ergänzung zum Heimtraining, da ich hier Partner habe, mit denen ich dann das Ganze, was ich zu Hause auch trainiere, einfach üben kann am Partner auf dem Gleichweg, selben Level. Und deswegen macht es auch einfach Spaß, im Stützpunkt zu sein, um einfach adäquate Trainingspartner zu haben, um mich nochmal auf ein neues Level zu heben. Das Problem ist, dass wir um die 21 Qualifikationsturniere haben für Olympia und da sind für große Trainingspläne leider nicht viel Zeit. Das heißt, wir müssen in kurzen Abständen müssen wir eigentlich immer die Kondition aufbauen, die Taktik aufbauen. Wir haben nicht viel Zeit, langfristigen Trainingspläne zu schreiben, wenn wir alle 2 bis 3 Wochen eine Olympia-Qualifikation haben. Das heißt, in der Zwischenzeit müssen wir eigentlich all das, was wir über einen längeren Zeitraum eigentlich planen, müssen wir in kürzeren Zeitpunkten bzw. Trainingsphasen müssen wir einsetzen. In welcher Phase er sich gerade befindet. Er setzt jetzt nächste Woche aus. Er ist in Madrid jetzt nicht dabei. Der hat seine nächste große Meisterschaft ist erst Mitte, Ende Januar. Das heißt, bei ihm sind wir momentan in der Aufbauphase. Das wird die Grundlagen setzen, weil das Techniktraining und das Taktiktraining kam in der letzten Zeit etwas zu kurz und das Ausdauertraining sowieso, dass wir im Bereich von Athletik und Taktik arbeiten. Ja, in der Regel war es früher, dass wir so alle 2 Monate, alle 6 Wochen immer Stützpunkttraining hatten, übers Wochenende. Durch die Olympia-Qualifikation hat sich das leider ein bisschen aufgelöst, da wir jetzt die direkte Vorbereitung immer vor Ort dann machen, also an den Qualifikationsturnieren. Und da sind halt nur die dabei, die zu den Qualifikationsturnieren auch gemeldet sind. Das ist halt eine kleinere Gruppe als jetzt. Deswegen ist es im letzten Jahr leider nicht so oft der Fall gewesen. Aber ich denke mal, nach Tokio, nach Olympia wird es wieder ein bisschen mehr Aufschwung nehmen. Die Kleinen, also U21 und so, die haben noch regelmäßig Stützpunkttraining, aber die Großen jetzt zu einer Olympia-Qualifikationsturnier kamen leider nicht mehr so viel. Aber dadurch, dass ich an den Turnieren dann trotzdem auf demselben Level trainieren kann, weil ich auch Trainingspartner wie Noah, David oder so, je nachdem wer da noch mitfährt, habe, ist es für mich auch kein Problem. Solange ich immer einen habe, mit dem ich auf demselben Level trainieren kann, ist es natürlich schon top. Das heißt, ihr steht, ihr macht den Kisami, dann könnt ihr die Ohrfeige von mir aus kontrollieren, so auf der Distanz und dann schlagen. Oder ihr macht euren Kisami und geht direkt in den Körper. Arbeitet, arbeitet, arbeitet und setzt dann nach. Die beiden Varianten. Das ist ja jetzt die aktuelle Nationalmannschaft und alle haben ja einen individuellen Trainingsplan und den müssen sie natürlich zu Hause verfolgen und wenn, das ist ein Kampfsport, braucht man einen Partner, um sich um adäquat arbeiten zu können und da muss ich hier gar nicht so viel individuell arbeiten. Das heißt, hier ist es wichtig, wenn das Nationalkader zusammenkommt, dass sie in der Gruppe 1:1 gegeneinander arbeiten und was dann individuell zu Hause gemacht wird, das wird in den Trainingsplänen speziell bearbeitet. Ja, es ist halt eine hohe Intensität, da das Level hier einfach hoch ist, da die Besten aus Deutschland hier sind. Ob die die internationale Medaillen schon erreicht haben oder international generell immer starten, haben die auch schon ein gewisses Niveau. Und es ist einfach viel geiler, auf diesem Niveau zu trainieren und zu kämpfen. Das ist ja das Problem, was die Sportler zu Hause haben in ihren Vereinen, dass sie nicht adäquate Partner haben, dass sie immer ihr Level runterschrauben müssen, von ihrer Geschwindigkeit und ihrer Kraft und Potenzial müssen sie runterschrauben, damit sie noch halbwegs mittrainieren können in ihren Bereichen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass in Nationalmannschaft alle im gleichen Level sind oder ähnlichen Level sind, dass sie auch gefordert werden, dass sie auch ihr Maximumpotenzial ausschöpfen müssen, um diesen Kampf zu gewinnen oder die Trainingseinheit zu gewinnen. Deswegen hier im Nationalkader müssen alle zusehen, dass sie auf dem gleichen Level sind.
ziehen, damit er blocken muss. Ah, Jonas, gut. Hey, Tür!